dass wir alles festhalten. Das sollte jetzt der Fall sein. Okay, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum ersten Teil des Webinars Automatisiert Traden mit Ghost. Und ich freue mich, dass wir diese Veranstaltung auch wieder mit Timo Kosiol ja, machen dürfen und können. Und das ist jetzt das zweite Webinar, was wir jetzt zusammen entsprechend veranstalten. Und ja, freue mich sehr, dass der Timo für uns heute Zeit gefunden hat. Und ich freue mich natürlich auch, dass Sie heute live dabei sind. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und bevor ich an den Timo übergebe, schauen wir uns ganz schnell den Risikohinweis an. Denn auch hier, diese Veranstaltung dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, unabhängig vom heutigen Inhalt. Dieses Webinar entsprechend nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Okay, dann lieber Timo, bist du jetzt dran? Ich übergebe sehr gerne den Bildschirm, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Okay. So. Ich gehe mal davon aus, dass man mich jetzt hören kann und auch meinen Bildschirm sehen kann und mich auch live sehen kann. Wie gesagt, ich hatte gerade, ja. Dich live sieht man jetzt noch nicht, aber die Präsentation und sieht man ab und dich hören natürlich. Hören wir ja. Ach, das ist dieses GoTo-Webinar. Eigentlich ist der richtige Bildschirm ausgewählt. Genau, also die Präsentation sehen wir, nur die Webcam jetzt nicht. Gut, dann müssen wir es ohne machen anscheinend. Ich habe jetzt keine Ahnung, warum die nicht funktioniert. Sieht man jetzt das Bildschirm, den Bildschirm oder meine Webcam unten? Also ich sehe nichts aktuell. Okay. Weiterhin die Präsentation. Das heißt, wenn ich jetzt hier weiter klicke, dann sieht man das auch. Die Präsentation sieht man ja. Okay, also ich habe jetzt gerade die Folie gewechselt, das sieht man. Okay, ja gut, dann müssen wir es ohne Webcam machen. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht funktioniert. Gut, also ich habe es gerade schon erwähnt, ich habe hier ein paar technische Probleme heute gehabt. Und zwar bin ich quasi mit drei Beta-Versionen unterwegs. Zum einen mit der neuen Stereo-Trader-Version, mit der Ghost-Beta-Version und ich wurde gerade gezwungen, ich kam nicht drum herum, ein Windows-Update zu machen. Das heißt, im Prinzip habe ich jetzt auch eine Windows-Beta-Version drauf. Und vielleicht ist das auch das Problem, dass jetzt hier meine Webcam nicht funktioniert. Aber das soll uns nicht davon abhalten oder mich nicht davon abhalten. Von daher, ich sage auch erstmal einen schönen guten Abend an die ganzen Teilnehmer da draußen. Ich freue mich, dass so zahlreich Leute zu dieser späten Stunde quasi den Weg gefunden haben hier zum FX-Flat-Webinar. Und ich stelle mich einfach mal kurz vor für die Leute, die mich vielleicht noch nicht kennen, die auch zum ersten Mal dabei sind. Mein Name ist Timo Kosio. Ich bin seit 1999 an der Börse aktiv. Hauptsächlich Aktien ganz lange Zeit gewesen und seit 2015 kamen dann auch die CFD und die Forex-Märkte dazu. Ich bin außerdem Softwareentwickler und habe auch diverse Stereo-Trader-Add-ons entwickelt und eins werde ich euch heute vorstellen. Ich bin außerdem im Stereo-Trader-Team aktiv und ja, man findet mich und meine Programme, meine Tools auch unter daytradertools.de und unter diversen Social-Media-Kanälen, Twitter, Facebook und was es da alles gibt, findet man unter social.daytradertools.de. So, wir veranstalten ja hier mit FX Flat eine Webinarreihe. Das erste Webinar ist schon gewesen. Das war Strategisch Trading mit dem Stereo Trader, wo ich euch so ein bisschen gezeigt habe, was strategisch
Trading bedeutet, wie die strategische Order des Zero Traders funktioniert. Und heute kommen wir dann zum automatisierten Trading mit Groß, den ersten Teil, und dann am 2.2., also direkt schon nächste Woche, dann Teil 2. Und darauf folgt dann nochmal ein Webinar Risiko und Money Management. So, was erwartet euch heute? Und zwar, ich möchte euch gerne zeigen, wie man das Potenzial der strategischen Order und des Stereo Traders mit Hilfe des Add-ons Ghost erweitern kann. Ich will euch zeigen, wie man automatisiert oder zumindest teilautomatisiert tradet und auch, wie man automatisierte Teilverkäufe durchführt, sowohl im Gewinn als auch im Verlust. Das ist ja gerade bei der hohen Vola, die wir jetzt gerade haben, und den schnellen Märkten von Vorteil, weil es teilweise so schnell geht, dass man ja manuell gar nicht hinterherkommt, irgendwelche Teilverkäufe durchzuführen, irgendwelche Trailing Stops zu machen, irgendwelche Teilorders in den Markt zu legen, weil es einfach so fix geht. So, wem das jetzt alles zu schnell geht, der kann natürlich im Nachhinein die Aufzeichnung sich anschauen. Das Ganze wird aufgezeichnet, dann beim Kanal von FXFlat hochgeladen oder entsprechend auch sich die Webseite anschauen. Und zwar unter Ghost-Trading gibt es eine ausführliche Webseite, wo auch nochmal erklärt wird, was Ghost jetzt genau ist, was Ghost kann und entsprechend, ja, womit man oder wofür man Ghost nutzen kann. Ich zeige dir mal kurz, und zwar, das ist die Webseite, da steht, wie gesagt, ausführlich nochmal drauf, was Ghost ist, Funktionen im Überblick, entsprechend Screenshots, Auflistung, was es alles gibt. Und auch ganz interessant, hier gibt es einen Starter Guide. Das ist ein Dokument, ein PDF-Dokument, das ist geschrieben worden von dem Frank Eschmann. Und den kann man sich kostenfrei runterladen, kann man als Handbuch ausdrucken und sich irgendwie auf den Schreibtisch packen. Timo? Ja? Aktuell sehen wir deine Präsentation, keine Webseite. Ach, die Technik. Die Technik. Gut, dann müssen wir das jetzt mal anders machen. Wenn ich das jetzt hier rüberschiebe, sieht man das jetzt? Sieht man jetzt die Webseite, Nelson? Nelson ist weg. Aber ich sehe gerade im Chat, okay, man sieht sie. Gut. Genau, ich war dabei. Das ist die Webseite ghost-trading.de. Entsprechend findet man hier Infos über Ghost, über was Ghost alles kann, Screenshots, Auflistung der Features. Und interessant ist, der Ghost Starter Guide, den man sich hier herunterladen kann, ist, wie gesagt, von Frank Eschmann geschrieben worden. Und dort wird genau erklärt, was Ghost ist, was Ghost kann. Alle Funktionen von Ghost werden erklärt. Kann man sich als PDF runterladen, als Handbuch ausdrucken und dann auf den Schreibtisch legen. So, man findet hier weiterhin eine Trading-Gruppe. Das ist eine Ghost-Trading-Gruppe auf Facebook. Kann jeder beitreten, hier oben unter Trading-Gruppe. Und es gibt jede Menge Videos. Wenn man hier auf den Videolink klickt, das war der falsche, und zwar der Link, gibt es noch weitere führende Informationen, wenn jetzt der eine oder andere sagt, okay, finde ich interessant, möchte ich gerne mehr Infos haben, dann gibt es hier auf der Webseite auch noch jede Menge weiterführende Videos, die man sich im Nachgang noch anschauen kann. Für alle Leute, die noch nicht bei FXFlat sind, gibt es auch ein Special. Es gibt eine FXFlat-Aktion sozusagen. Und zwar, wenn man ganz unten auf die Seite scrollt, dann gibt es hier unten diese FXFlat-Version, kann man draufklicken und entsprechend kriegt man hier weitere Infos. Und zwar bekommt man als FXFlat-Neukunde 25% Rabatt auf Ghost. Also jeder, der noch nicht
Kunde ist bei FXFlat und gerne Ghost nutzen möchte, kann sich einen Neukundenrabatt von 25% sichern. Gut. So, hört man mich? Ja. Ich hatte hier anscheinend Internetprobleme, deswegen konnte ich eben nicht antworten, aber es scheint kein Internetproblem an sich zu sein, weil andere Teilnehmer haben dasselbe Problem. Ich glaube, GoToWebinar ist wieder überlastet. Das will natürlich Ja, bedeuten, aber hörst du mich? Hallo? ja, ich höre dich. Okay, das würde vielleicht auch erklären, warum das hier mit meiner Präsentation in dem Fenster nicht funktioniert. Jetzt. Ja, also es Okay. scheint nicht überall zu sein, Ja. aber gut, jetzt sind wir wieder alle da und hoffen, dass das jetzt alles stabil bleibt. Gut, hat man denn gehört, was ich gerade die ganze Zeit erklärt habe, erzählt habe, oder ist das Das müssen quasi, habe ich die das nicht? Teilnehmer dir kurzes Feedback geben, da ich leider überhaupt nichts gehört habe und nichts gesehen habe. Ich war komplett hier blind. Okay. Aber ich glaube, ist alles gut angekommen. Gut, dann habe ich ja nicht für mich allein erzählt. Das ist ja schon mal gut zu hören. Okay. Super, das hört sich gut an. Gut. Gehen wir weiter. Und zwar, was ist Ghost jetzt genau und was kann ich mit Ghost machen und wie funktioniert das? Das möchte ich euch jetzt gerne in der nächsten, ja, Dreiviertelstunde so ein bisschen erklären, ein bisschen zeigen. Und dazu gehen wir einfach mal jetzt in den Chat hinein, weil da kann man es dann einfach am besten erklären. Und so, die erste Frage, kann man jetzt meinen MetaTrader-Chart sehen? Also ich sehe deine Präsentation, aber ich glaube, ich bin auch nicht mehr repräsentativ. Deswegen kann sein, dass ich wieder Probleme habe. Müssen die Teilnehmer ein kurzes Feedback geben. Okay. Okay, aber es scheint da zu sein und ich habe wieder das Problem. Dann bin ich jetzt einfach mal still und versuche hier das Problem zu lösen. Okay, gut. Gut, dann bin ich ja froh, dass man den Chart sehen kann. Gut, als erstes die Frage, wie bekommt man Ghost? Wo bekommt man Ghost? Wie kann man Ghost installieren? Und zwar ganz einfach über den Installationsmanager des Stereotraders. Und zwar, wenn ich den aufrufe und dann sage, okay, jetzt heißt es doch, ich sehe nur Präsentation. Was ist Genau, denn? so ist das bei mir eh gerade auch. Okay, dann war doch nicht von meiner Seite, aber macht's nicht besser. Jetzt sehen wir auch deine Webcam übrigens. Hallo Timo. Das ist ja super. Also. Der Dirk sagt, du sollst nicht so gestresst gucken. Jetzt sieht man auch deinen MetaTrader. Ich muss gerade lachen, weil. Ja, ist egal, das gehört hier nicht hin. So, und zwar, ich war bei der Installation. Außerdem gucke ich gar nicht gestresst, Dirk. Ich frage mich nur, was hier mit der Technik los ist. So, Installation. Also die Frage ist, wie bekomme ich Ghost in den Chart? Ne? Wie kann ich Ghost installieren? Und zwar, das geht ganz einfach über den Stereo Trader, über den Installationsmanager des Stereo Traders. Den rufe ich auf und ich habe jetzt hier eine Beta-Version drauf, deshalb wähle ich jetzt Release-Versionen und Lizenzvereinbarung natürlich akzeptieren. Und dann ganz am Ende gibt es den Punkt MT Tools Collection. Und Ghost ist in der MT Tools Collection enthalten. Und wenn ich das installiere, dann wird mir Ghost quasi installiert in den MetaTrader gepackt. Ich breche das jetzt mal ab, weil ich habe es ja schon installiert. Und dann findet man im Navigator unter Timo Kosio findet man dann entsprechend Ghost installiert. Sieht man auf den Chart,
Und dann hat man dieses Panel, was man hier unten sieht. So, hier sind noch ein paar Linien drin, die lösche ich gerade mal raus. Ich hatte ja letzte Woche über die strategische Order gesprochen und wie man strategische Order ausführen kann und dass man zum Beispiel Cluster Trading benutzen kann, indem man sagt, ich baue mir hier eine Box in den Chart, sagt, das ist irgendwie mein Long-Bereich. Und wenn die strategische Order jetzt hier hinläuft, in diesem Bereich hier unten, dann wird mir eine strategische Order in Long-Richtung quasi eröffnet, wenn ich jetzt hier Cluster Trading aktiviere. So. Es wäre aber ganz schön, wenn ich ja, die strategische Order mit dem Markt und mit der Bewegung und mit dem Trend koppeln könnte. Und das Ganze kann ich mit Gruss realisieren, und zwar in zwei Phasen. Die erste Phase ist, ich habe ein Ghost Band. Das kann ich hier unten einschalten. Und man sieht entsprechend, es gibt hier so rote Phasen, es gibt hier blaue Phasen. Ich halte das mal kurz an, dann kann man es besser erklären. Es gibt so rote Phasen wie hier, es gibt so blaue Phasen und es gibt so grüne Phasen. Was sagt uns das jetzt genau? Dieses Band gibt uns die Marktphase oder die Bewegungsrichtung des Marktes an. Das heißt, rot bedeutet, wir haben eine abwärts gerichtete Phase. Blauer Bereich, so wie hier, der Markt dümpelt so ein bisschen vor sich hin, geht eher so seitwärts und es ist eher eine neutrale Phase. Und entsprechend die grüne Phase, so wie wir sie hier haben, entsprechend ist der Markt aufwärts gerichtet, das heißt, wir haben eine Aufwärtsbewegung. So, das Ganze kann ich jetzt als Trigger sozusagen oder als Taktgeber für die strategische Order nutzen, indem ich sage, das ist jetzt meine strategische Order, das passt soweit. Ich schalte jetzt hier das Band nicht nur als visuelle Hilfe ein, sondern auch als sozusagen als Taktgeber, schalte diesen Knopf ein. Und das, was jetzt passiert, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir sind jetzt hier in einer grünen Phase, wenn ich jetzt versuche, Short zu gehen, dann entsprechend funktioniert das nicht. Das heißt, Ghost unterbindet in dem Moment die Short Order, weil wir halt in einer grünen Phase sind und wir können nur Long handeln. Entsprechend, wenn wir jetzt eine strategische Order in Long-Richtung aufmachen, dann funktioniert das. Aber wie gesagt, Short nicht. So, das Ganze funktioniert natürlich auch mit der Halten-Funktion. Das heißt, wenn ich hier Halten einschalte, funktioniert das mal nicht oder passiert erstmal nichts. Ich stelle hier noch auf Sekunden. Und wenn ich aber Halten Short stelle, dann entsprechend sieht man, wird die strategische Order in Short gestartet. Und zwar immer wieder, solange wir quasi ein grünes Band haben. So, in die Fragen gucke ich gleich rein, dann beantworte ich die so am Stück. Erkläre das erstmal und gehe dann nochmal intensiver auf die Fragen ein. So, ich bin jetzt hier im 5-Minuten-Chart unterwegs. Ich kann aber auch zum Beispiel sagen, ich möchte mir gerne das Band von dem 15-Minuten-Chart anzeigen lassen. Das mache ich, indem ich hier einfach M15 eintrage und dann entsprechend ist das Band nicht mehr vom 5-Minuten-Chart, sondern das Band ist jetzt quasi von dem 15-Minuten-Chart auf dem 5-Minuten-Chart gemappt. So, ich kann mir auch das Stundenband anzeigen lassen zum Beispiel. Wo ist es? Da ist es. Entsprechend, das ist das Stundenband auf dem M5, auf dem 5-Minuten-Gemäß. So, gehen wir mal in den 15-Minuten-Chart. Was ich nämlich auch machen kann, ist, ich kann zum Beispiel
Wenn ich das wieder lösche, ist es wieder der 15-Minuten-Chart und das Band der 15 Minuten. Was ich aber auch machen kann, ich kann auch eine Zeiteinheit darunter wählen, indem ich sage, okay, ich möchte gerne das M5er-Band haben und ich möchte gerne im M15 handeln, aber alles, was ich jetzt auf die Marktphase, auf die Marktbewegung oder der Marktbewegung entspricht, das möchte ich gerne vom M5 haben. Das hat den Vorteil zum Beispiel, dass ich hier in der strategischen Order, wenn ich jetzt den ATR-Mode wähle, dass ich den ATR-Mode oder die ATR-Modi von dem M15-Chart nehmen kann, aber die Bewegungsrichtung und die Trendrichtung sozusagen oder die Marktrichtung von M15-Chart, vom M5-Chart, nicht vom M15-Chart. Okay? So. Das ist das Band. Machen wir das mal wieder aus. Und schalten uns mal das Barometer dazu. So. Das ist ein Trendbarometer. Das Trendbarometer zeigt uns an, ob wir uns in einem Long-Trend bewegen, einem neutralen Trend oder einem Short-Trend. So. Und das Ganze kann ich ebenfalls wiederum für den Taktgeber oder als Taktgeber nutzen für die strategische Order. Das heißt, ich schalte hier TF ein als sozusagen Trendfilter und das gleiche Prinzip wie eben. Ich bin jetzt hier quasi long unterwegs und sage, ich möchte gerne short gehen. Funktioniert das? Sollte aber nicht funktionieren. Das kann natürlich auch an der Beta-Version liegen. So, jetzt macht das. Jetzt wird Short geblockt, sozusagen. Jetzt ist keine Short-Order möglich. Long ist weiterhin aktiv, kann weiterhin ausgeführt werden. Probieren wir es nochmal. Short geht nicht. Genauso kann ich hier wieder halten einschalten, hier auch halten und entsprechend werden nur Orders quasi in Long-Richtung aufgemacht und nicht in Short-Richtung, solange wir nicht in einem Short-Trend sind, solange sich der Zeiger quasi nicht hier in die Short-Richtung bewegt. So, schalten wir das mal wieder aus und gehen hier auf Flat. So, ich habe ja eben vom Zwei-Stufen-System geredet. Was ich jetzt natürlich machen kann, ist, ich kann beide Systeme kombinieren. Das heißt, ich schalte mir mein Band ein. Da sind wir long. Und mein Barometer ist quasi auch long. Das heißt, long, long geht kein Problem. Short geht nicht. So. Das heißt, es wird jetzt nur eine strategische Order ausgeführt, wenn beide Kriterien erfüllt sind. Das heißt, zum einen grünes Band, zum anderen die Nadel zeigt hier im grünen Bereich. Das heißt, wir haben einen Longtrend. Nur dann wird die strategische Order gestartet. So, H1 war, glaube ich, auch. Genau, H1 war auch long. Alles hat auf long gedreht mittlerweile. Was der H4 sagt. So, der H4 ist sozusagen noch in Bewegungsrichtung Short. Das heißt, wir haben jetzt zwei gegenläufige Signale. Das heißt, wir sind jetzt hier im M15 noch Short, noch Long sozusagen, aber die Bewegungsrichtung vom H4 ist immer noch short gerichtet. Das heißt, was jetzt passiert, ist folgendes. Wir können weder long oder weder short aktivieren, noch long aktivieren. Wir können das auch auf halb stellen. Das heißt, wir haben jetzt zwei gegenläufige Signale und wir können momentan keine Richtung handeln, beziehungsweise Ghost kann keine Richtung handeln, weil einfach kein klares Signal, kein klares Handelssignal da ist.
So, schalten wir das mal wieder aus. Schaue ich jetzt mal in die Fragen. Okay, wie funktioniert die Funktion halten? Habe ich noch nicht so ganz verstanden. Also, die Funktion halten hier unten, das habe ich letztes Mal genau erklärt, was diese Halten-Funktion macht, wie man diese Halten-Funktion ja letztendlich nutzt und was sie bewirkt. Am besten kann Nelson ja mal den Link vom Webinar letzte Woche in den Chat stellen. Da ist auf jeden Fall ausführlich alles erklärt worden. Bin nicht dabei. Okay, super. Was die Funktion in der strategischen Order bewirken. So, wenn Trades getriggert wurden und sie noch aktiv im Markt liegen, werden keine neuen Trades getriggert. Das ist richtig, genau. Also, hat man einmal entsprechend eine strategische Order im Markt. Ja, so müssen wir natürlich, schalten wir jetzt mal den Bankfilter aus. Ist jetzt eine strategische Order am Markt, dann wird natürlich keine weitere strategische Order entsprechend getriggert, sondern erst, wenn diese Order ja, rausgenommen worden ist, entweder manuell oder zum Beispiel, weil man in den Take-Profit oder in den Stop-Loss gelaufen ist, nur dann wird entsprechend eine neue Order in den Markt gelegt, sofern man Halten aktiviert hat und das entweder auf Sekunde oder auf 15 gestellt hat, dann halt am Ende der Periode. So, machen wir das mal wieder weg. Was passiert jetzt, wenn man beides zum Beispiel aktiviert hat und eins von beiden ändert sich? Also angenommen, der Trend würde jetzt hier auch auf neutral sich stellen, dann würde der Trade geschlossen werden. Insofern man das hier in den Einstellungen eingestellt hat. Und zwar gibt es hier eine Option, schließe Position, wenn Bandfilter oder entsprechend hier mein Barometer auf neutral schlägt oder umschlägt, dann entsprechend kann man den Trade schließen lassen und erst dann wieder neu ansetzen, wenn entweder das Band sich ändert, das heißt in meine Bewegungsrichtung läuft, oder entsprechend, wenn sich beide Signale ändern und wieder sozusagen gleich sind, das heißt entweder beide Long oder beide Short. So, stellen wir das mal wieder auf den M15 zurück. So, wir sind jetzt hier zumindest vom Band her und vom Trendbarometer Strong Long, das heißt, ne, Long funktioniert auf jeden Fall. So, nun macht es aber gegebenenfalls keinen Sinn, jetzt hier weiterhin long zu gehen oder noch long zu gehen oder schon long zu gehen, weil der Markt ja schon relativ weit gelaufen ist. Sondern es wäre vielleicht sinnvoller, dass man sagt, okay, ich warte jetzt einen Rücklauf ab und entsprechend möchte ich gerne, dass hier alles gestartet wird, ab diesem Punkt. Dafür gibt es die Ghost Levels, die ich mir in den Markt legen kann. Und zwar kann ich jetzt zum einen ein Start Level in den Markt legen. Das kann ich auch frei verschieben und sagen, okay, wenn der Markt jetzt zum Beispiel hier hinläuft, dann möchte ich gerne, dass alles gestartet wird. Ich halte das mal kurz an. Läuft der Kurs also hier runter, trifft hier auf meine Linie, möchte ich, dass meine strategische Order, die jetzt hier ist, gestartet wird. Jedoch nur, wenn wir uns immer noch in einem Longtrend befinden und wenn gleichzeitig die Bewegungsrichtung des Marktes, das heißt das Band, immer noch grün ist. Nur dann, wenn all diese Kriterien erfüllt sind, nur dann wird hier quasi eine strategische Order in Long-Richtung eröffnet. So. Gehen wir jetzt davon aus, der Kurs läuft jetzt hier weiter hoch.
So. Und an einem bestimmten Punkt macht es ja auch Sinn, dass ich meine Strategie, die ich jetzt gerade aufgesetzt habe, dass ich die erstmal pausieren lasse und erstmal stoppe. Zum Beispiel hier an diesem Punkt. So. Das kann ich ebenfalls mit einem Ghost-Level machen, indem ich sage, ich lege mir jetzt hier nicht ein Start-Level in den Markt, sondern ein Stop-Level. Dann habe ich mir ebenfalls so eine Linie in den Markt gelegt. Die kann ich dann hier oben positionieren. Und das bedeutet, wenn der Markt jetzt hier hochläuft, meine strategische Order hier unten wurde getriggert, der Markt läuft jetzt hier hoch, an dieses Hoch zum Beispiel. Dann kann ich sagen, okay, hier ab diesem Punkt möchte ich erstmal, dass alles pausiert wird, dass alles gestoppt wird, weil ich weiß ja nicht, was passiert jetzt hier oben. Schießt der Markt jetzt hier durch oder fällt er wieder runter? Das möchte ich gerne abwarten und von daher möchte ich hier an diesem Punkt erstmal alles stoppen, alles zum Stillstand bringen und erstmal abwarten. So, jetzt kann ich weiter hingehen und sagen, gut, wenn der Markt jetzt hier drüber läuft, dann geht das Spiel von vorne los. Und zwar lege ich mir ein weiteres Level in den Markt und sage, okay, ne, wenn wir jetzt hier drüber laufen, dann möchte ich an diesem Punkt wieder alles starten. Ne? Immer mit den Kriterien, okay, wir sind hier noch in dem entsprechenden Long-Trend unterwegs und das Band hier unten ist auch immer noch im Long-Modus, im Long-Bewegungsrichtung sozusagen. In der Long-Bewegungsrichtung. So. Hier kommt gerade die Frage, ob die Ghost Levels nicht das Cluster Trading vom ST sind. Nein, das sind erweiterte Linien, weil, wie gesagt, das hatte ich hier eben erklärt, dass diese Levels auf die Funktion von Ghost reagieren. Das heißt, die Kriterien hier mit Long ne, oder Short und Bandrichtung oder Bewegungsrichtung, wenn ich mir jetzt einfach mit dem Cluster Trading, mit dem normalen Cluster Trading, hier einfach eine Linie hinlegen würde, zum Beispiel, ne? Dann würde ja die strategische Order hier an diesem Cluster Trading Linie auf jeden Fall gestartet. Egal, was jetzt hier mein Trendbarometer sagt oder auch egal, was jetzt hier meine Bewegungsrichtung, mein Band sagt. So, eine weitere Frage ist, wenn das Startlevel erreicht wird, gibt es ein Audiosignal oder muss ich mich mit dem ST einen Alarm einstellen? Also es ist ja so, wenn der Kurs jetzt hier runterläuft, ne, wird ja mein Trade ausgeführt und in der Regel gibt es ja dann vom MetaTrader selbst so eine Nachricht oder so ein Ton wird abgespielt, dass quasi die Position gefüllt worden ist. Okay. So. Das waren also die Levels, mit denen ich festlegen kann, wann wo gestartet werden soll und wo ich sozusagen einen Bereich festlegen kann, in dem ich handeln möchte. So, ich habe weiterhin die Möglichkeit, indem ich sage, ich möchte gerne Halten des Stereo-Traders oder der strategischen Order aktivieren, wenn sich der Bandfilter ändert oder wenn sich quasi der Bewegungsarm, also wenn sich die Farbe des Bandes ändert oder wenn sich hier der Trend des Trendbarometers ändert, möchte ich dabei sein, weil bei so einem Trendwechsel möchte ich gerne mit am Start sein. Das kann man machen, wie gesagt, hier diese Option einschalten, dass ich, ne, dabei sein will, wenn sich das ändert und das würde bedeuten, wenn jetzt sich entweder das Trendbarometer ändert, beziehungsweise wenn man beides eingeschaltet hat, muss sich beides ändern. Wenn sich also das Trendbarometer von Long auf Short ändert nach hier und das Band entsprechend auf Rot wechselt, dann entsprechend werde ich dabei sein und werde dann in Short-Richtung sozusagen die Welle mitreiten. Gut.
So viel zum Band und zum Zwei-Level-System, wie man quasi die strategische Order handeln kann, beziehungsweise wie man die Bewegungsrichtung der strategischen Order handeln lassen kann. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Und zwar in Ghost selbst ist eine Strategie verankert, die sich Band Trading nennt. Gehen wir in den DAX. Und wir sind jetzt im M15, das passt. Schalten jetzt hier mal das Band ein. So, hier sieht man zwei Sachen. Zum einen haben wir hier einen langen Bewegungsarm nach unten in Short-Richtung. Das war die Abwärtsbewegung von gestern. Und was man sieht, dass der Kurs, gerade bei so starken Abverkäufen, dass der Kurs gerne mal in dieses Band hier zurückläuft. Hier zum Beispiel. Und dort erstmal beim Band abprallt, um entsprechend dann wieder nach unten die Reise fortzuführen. So, hier wurde das Band durchbrochen, weil das funktioniert natürlich nicht zu 100%, weil nichts funktioniert an der Börse zu 100%, aber so die ersten Abpraller, die entsprechend, die funktionieren in der Regel ganz gut. Gerade im M15 kann man das ganz gut handeln. Und dieser Gegebenheit hat sich quasi eine Strategie angenommen, die sich Bandtrading nennt. Und das kann man automatisiert in Ghost handeln lassen. Und zwar, wenn ich jetzt mal ein Band einschalte und entsprechend hier unten den Knopf erstmal noch Autotrading aktiviere, hier unten BT einschalte, dann sieht man, dass hier unten jetzt so eine Linie in den Markt gelegt wird. So, ich mache das mal ein bisschen größer. So, und zwar wird diese genau auf die Kante des Bandes gelegt. Und wenn der Kurs jetzt hier runterläuft, entsprechend auf das Band, wird diese Abpralle automatisch gehandelt und entsprechend eine strategische Order in Long-Richtung geöffnet, um quasi die Reaktion nach oben mitzuhandeln. So, ich kann das Ganze entweder mit der strategischen Order machen oder ich kann es auch mit einer Einzelorder machen. Nämlich sage, hier in den Einstellungen von Ghost, Band-Trading-Typ, steht jetzt auf strategisch, ich kann das umschalten auf Single und entsprechend wird mir dann, wenn ich das nochmal ein- und wieder ausschalte, ausschalte und wieder einschalte, so, wird mir eine strategische Order. Okay, Ghost hat sich mal wieder aus dem Panel verabschiedet. Dann muss man in der Regel kurz mal den Timeframe wechseln und dann gehe ich wieder zurück auf den M15 und dann wird das wieder neu in den Auto-Trading-Slot geladen und dann entsprechend schalten wir es nochmal aus und wieder ein. Und wie man jetzt sieht, wird unten auf das Band eine Single-Order, eine Einzelorder gelegt. Und wenn der Kurs jetzt quasi herunterläuft, wird meine Einzelorder gegriffen. Es ist nur oft so, dass es manchmal auch nicht ganz bis zu diesem Band reicht, sondern nur in die Nähe schafft. Das kann man auch anpassen, indem man sagt, okay, ich möchte jetzt hier gerne eine Toleranz festlegen, zum Beispiel eine Toleranz von 5 Punkten. Und wenn ich das nochmal ausschalte und wieder einschalte, dann sieht man, hat man eine Toleranz zum Band von 5 Punkten und die Limit Order, meine Buy Limit, wird entsprechend 5 Punkte oberhalb des Bandes gelegt. Umgekehrt funktioniert natürlich genauso, indem ich sage, zum Beispiel minus 10, entsprechend wird 10 Punkte unter dem Band meine Order platziert. Ich kann hier ebenfalls festlegen, wie viele Abpraller ich denn handeln möchte.
Also möchte ich zum Beispiel nur den ersten Abpraller handeln, dann entsprechend trage ich hier eine 1 ein. Nur den zweiten, 2. Oder für die Risikofreunde kann ich auch sagen, okay, den dritten will ich auch noch handeln, dann 3 Versuche möchte ich gerne handeln, dann trägt man hier maximale Anzahl an Versuchen 3 ein. So, die Frage ist, wo platziere ich jetzt den Stop? Und zwar, das kann man auch automatisiert mit Ghost machen, indem ich hier unten die Schaltfläche SL einschalte. Und ich simuliere das jetzt mal und sage, okay, wir wären jetzt hier unten schon auf meine Order gelaufen und gehe jetzt quasi mal eine Order ein. Dann sieht man, wird der Stop Loss auf das untere Ende des Bandes gezogen. Das heißt, halte das mal kurz an. Wenn meine Order jetzt hier gegriffen wird, dann entsprechend wandert mein Stop-Loss hier auf das Ende des Bandes. Das heißt, das ist mein Spielraum, insofern ich natürlich eine Einzelorder benutze. Wenn ich jetzt eine strategische Order benutze, dann sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Dann kann ich trotzdem mein Stop-Loss hier auf mein Bandende legen lassen, aber in der Regel ist es ja so, dass die strategische Order dann mehrere Orders sind und teilweise dann auch unterhalb des Bandes dann platziert werden. Und da macht es dann eher Sinn, dass man andere Faktoren nimmt, zum Beispiel den Stop-Loss anhand der strategischen Order oder auch zum Beispiel den I-Stop, den ich in Ghost definieren kann. Da werde ich dann aber dann nächste Woche nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. So, ich kann auch beim Stop-Loss eine Toleranz festlegen, indem ich sage, ich möchte eine Toleranz von 10 Punkten haben. Dann entsprechend wird mein Stop-Loss 10 Punkte unterhalb des Bandes platziert. So. Bandit? Fragezeichen. Verstehe ich nicht. So, was ist, wenn sich der Kurs nun weiterentwickelt? Wie die Order, die am Band liegt, automatisch immer angepasst? Genau. Also, die Order, die jetzt hier liegt, die wandert quasi mit dem Band immer mit. Ne? Zieht sich immer, wenn das Band jetzt hier weiter hochläuft, zieht sich die Order natürlich auch immer dem Band entsprechend nach. Das heißt, das muss man nicht händisch, nicht manuell machen. Das wird automatisch gemacht, passiert automatisch, so dass man, ne, wenn der Kurs jetzt hier runterläuft auf das Band, weil das Band verschiebt sich auch nach oben, dann entsprechend wird die Order mitgezogen. Genau. So, was würdest du empfehlen? Bandtrading, Einzeltrade oder automatisch Trade? Naja, das ist so nicht einfach zu beantworten. Das hängt ja immer davon ab, ne? Wo willst du hin? Was ist dein Ziel? Was ist, ne? Wie baust du dein Stop auf? Also es gibt da keine richtige oder falsche Herangehensweise. Das hängt immer so ein bisschen auch vom Zeithorizont ab. Der Frank Eschmann, der hat da noch weiterführende Videos oder zumindest ein Video gemacht, wo er das Ganze nochmal näher erklärt. Und ich glaube auch, es gibt sogar ein Handout von ihm. Da hat er die Strategie noch ein bisschen näher untersucht, hat auch irgendwie einen Track Record aufgebaut. Da am besten mal auf der Seite von Frank Eschmann vorbeischauen. Genau, Frank schreibt auch gerade, da gibt es ein Setup-Guide für dieses Bandtrading. Genau, findet man im Starter-Guide ist ein Link zu diesem Bandtrading, zu diesem Guide des Bandtradings. Da findet man auf jeden Fall den Link und kann sich da noch weiter informieren und noch weiter tiefer eintauchen über dieses Bandtrading. So. Genau, dann hatte ich Das hatte ich erklärt. Single, strategic. Okay. Gut.
Dann gehen wir mal hier wieder raus und gehen mal zurück in den DAO, weil im DAX passiert jetzt gerade gar nichts mehr. Der DAO sich auch gerade ein bisschen schlafen gelegt hat. So, die Frage ist jetzt zum Beispiel, ich bin in einem Trade drin. Wo ist meine strategische Order? Hier. So, ich bin jetzt in einem Trade drin. Die Frage ist, wie komme ich wieder raus? Vor allem, wie komme ich im Gewinn wieder raus? Da habe ich auch mehrere Möglichkeiten. Also ich kann meinen Trail einschalten, lege meinen Trail zum Beispiel hier oben hin und schalte natürlich Trail ein. Und wenn mein Trail hier oben gegriffen wird, geht meine Position in den Trail und geht raus. So. Ich kann ganz normal über Take Profit das Ganze lösen, indem ich sage, falsch, das wollte ich haben. So, Take Profit lege ich hier hin. Dann entsprechend werde ich mit dem Take Profit rausgenommen. So, ich bin immer nicht nur bei der strategischen Order, auch beim Single Trading, also wenn ich mit einer Einzelorder arbeite, ein großer Freund, dass ich nicht den TP nutze, sondern entsprechend eine Limit Order, in dem Fall eine Sell Limit, mir in den Markt lege und mich dann quasi mit einer Limit rausholen lasse, weil durch die LPO kann es ja sein, oder wenn der Kurs jetzt quasi hier durchschießt, dass die LPO die Order noch weiter mit nach oben zieht. Und das ist ja eigentlich so mein gewünschter Effekt oft. Und entsprechend kann ich mir eine Limit in den Markt legen. Das Problem ist jedoch, wenn ich zum Beispiel wie hier mit einer, ja, mit mehreren Orders im Markt bin, weiß ich ja am Ende gar nicht, okay, mit welcher Positionsgröße komme ich denn jetzt hier oben überhaupt an? Ich halte das mal an. Also, es kann ja sein, dass der Kurs jetzt direkt hier hochläuft. Entsprechend, dann bin ich mit 0,8 im Markt hier oben drin. Kann aber auch sein, dass er quasi nochmal hier runterläuft, diese Order greift. Entsprechend bin ich mit einem Kontrakt drin und so weiter. Das heißt, ich kann vorher nicht genau festlegen, mit was für eine, ja, Limit lege ich denn jetzt in den Markt. Und hierfür kann ich auch groß nehmen, indem ich sage, so, ich möchte hier meine Limit einschalten, Limit als Take Profit. Und entsprechend wird mir jetzt hier eine Limit Order in den Markt gelegt mit der entsprechenden Größe. So, und wenn ich jetzt den Weg nach oben antrete, wird diese Limit Order automatisch angepasst. Und entsprechend, auch wenn ich jetzt hier nach unten laufe, wenn jetzt hier meine erste Buy Limit gegriffen wird zum Beispiel, wird ebenfalls die Position geändert, beziehungsweise die Limit geändert auf die entsprechende Positionsgröße. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach nochmal 0,5 hinzugebe, entsprechend sieht man, meine Position wird geändert, meine Positionsgröße wird geändert. So, jetzt gebe ich wieder 0,5 raus. Entsprechend meine Positionsgröße, meine Order wird immer geändert. So, machen wir das mal zu. Man sieht auch, die Order verschwindet wieder. Dasselbe natürlich auch, wenn ich jetzt mit einer Einzelorder in den Markt gehe. Weil im Prinzip ist es ja so, ziehen wir das ein bisschen weiter nach hoch, möchte ich nicht den Take Profit nutzen, sondern möchte die Limit-Funktion sozusagen als meinen Take Profit nutzen. War es in der Vergangenheit so, wenn ich jetzt noch eine Position reingegeben habe, eine Buy-Position, dann musste ich ja dann wieder hier reingehen, musste die entsprechend verändern, musste jetzt sagen, 2, musste jetzt hier händisch meine Position reingeben und dann wieder auf 1 zurücksetzen. Das heißt, wenn ich nochmal nachkaufen will, dass ich dann nicht direkt mit 2 Kontrakten reingehe, sondern nur mit einem. Und das Ganze wird jetzt automatisch von dieser Limit-Funktion in Ghost quasi ersetzt und genutzt. So, ich habe ebenfalls die Möglichkeit, das Quick-Panel zum Ausstieg zu nutzen. So, das schalte ich ein.
Das ist dieses Gerät hier. Und dort kann ich schnell und einfach Teilverkäufe durchführen, sowohl bei Einzelorders als auch bei der strategischen Order, indem ich sage, gut, jetzt sieht es ja so aus, als würde Ghost, als würde wieder runtergehen. Drehen wir das mal kurz, dann können wir das besser erklären. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt gerne ein Viertel von meiner Position aus dem Markt geben. Ein Viertel. Entsprechend, ne, 0,5 sind verkauft worden. Hier oben sehe ich, das ist der Verlust momentan, weil ich mich ja noch im Verlust befinde. Hier unten ist die Positionsgröße. Und entsprechend kann ich sagen, ich möchte nochmal ein Drittel, was 0,5 entsprechend ist, rausgeben. Damit sind es dann nur noch 1,0 Kontrakte, die drin sind. So, ich kann jetzt neben dem Direktverkauf, den ich gerade durchgeführt habe, aber auch sagen, gut, ich möchte gerne, dass nicht direkt verkauft wird, sondern dem Ganzen ein Trail sozusagen hinterhergeschickt wird. Das kann ich machen, indem ich jetzt hier MTO einschalte und dann einen Trail-Abstand von meinetwegen 10 Punkte wähle. So, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne nochmal ein Drittel rausgeben, dann sieht man, dass dem Markt jetzt eine Order sozusagen mit 0,3 Kontrakten hinterhergetradet wird. So. Was das für eine Trade-Methode ist, das kann ich auch festlegen. Und zwar in den Einstellungen von Ghost kann man festlegen. Und zwar hier Quick Panel Trail Methode. Straight ist der ganz normale. Das heißt, es wird im Abstand von 10 Punkten, 10 Punkte habe ich hier definiert, kann man einen Trail dem Markt hinterher schicken. Kann das Ganze aber auch zum Beispiel auf TA6 oder TA12 stellen. So. Machen wir lieber weg und sagen, ich möchte jetzt nochmal hinterher trailen lassen, 0,3 raus. Diesmal ist es aber nicht der ganz normale Trail, sondern es ist jetzt ein TA-Trail mit dem Abstand von 10 Punkten, wird jetzt dem Markt sozusagen hinterhergeschickt. Die TA-Trails sind ja in der Regel intelligenter und funktionieren ja in der Regel besser als jetzt die ganz normalen Straight-Trails, die ja nur mit einem festen Punkteabstand sozusagen arbeiten. So, ich schaue mal in die Fragen wieder rein. So, wenn ich mit mehreren Orders ausskaliere, welche der Sell-Limits werden dann angepasst? Verstehe ich nicht die Frage. Vielleicht noch mal ein bisschen spezifizieren oder noch mal ein bisschen genauer erklären. Oder vielleicht im Abwart, vielleicht erübrigt sich die Frage auch, weil da komme ich vielleicht gleich noch drauf zu oder zurück zu der Frage, wenn ich die Grids gleich noch etwas näher erkläre. So, aber hier kann man auch schön sehen, wie lange so ein Trail dann doch durchhält von dem TA. Gut, machen wir das mal wieder zu. Das sind wir raus. Und entsprechend gehen wir jetzt zu dieser Abteilung Grids. Ich habe dir ja letztens schon oder im letzten Webinar erzählt, was es so für Vorteile von Grids gibt und wie man Vorteile von Grids nutzen kann. Und was ich mit Ghost machen kann, ich kann Grids als Teilverkäufe nutzen. Und zwar, wenn ich jetzt mal hier mit zwei Kontrakten in den Markt gehe und sage, ich möchte jetzt gerne mich mit Teilpositionen aus dem Markt nehmen. Zum Beispiel drei Positionen im Abstand von 20 Punkten und klicke hier auf Grid. Dann sieht man, werden mir drei Positionen in den Markt
gelegt, die sozusagen als Take-Profit-Grid fungieren. Warum ist das sinnvoll? Warum ist das nützlich vielleicht, dass man so etwas macht? Es dient zum einen natürlich, dass man Teilgewinne mitnimmt. Also ich möchte, wenn der Kurs die Reise hier runter antritt, möchte ich gerne Teilgewinne realisieren und entsprechend teilweise meine Position auflösen, um schon mal was sozusagen im Sack zu haben. Das Ganze dient aber auch dazu, so ein bisschen die eigene Psyche zu überlisten. Weil wir als Trader, wir sind ja immer so gefangen zwischen zwei Polen. Zwischen dem einen Pol Angst und zwischen dem anderen Pol Gier. Und entsprechend, wenn der Kurs jetzt hier runterläuft und in die entsprechende gewünschte Richtung läuft, dann kommt ja oft oder schnell auch so ein Biergedanke auf und man denkt, ja komm, ein bisschen geht noch, ein bisschen weiter kann ja noch laufen. Und ne, am Ende steht man dann unter Umständen wieder ganz am Anfang und geht irgendwie plus minus null aus dem Trade raus. Und von daher, diese permanenten Entscheidungen, die man da treffen muss, löse ich auf, löse ich einen Teil auf, löse ich ganz auf, ne, die versuche ich dann oder die kann man damit versuchen, an eine Maschine zu delegieren. Weil diese Maschine, die arbeitet vollkommen emotionslos. Und ne, sie legt einfach die Orders in den Markt und der Rest entscheidet einfach der Markt. Und ich mit meiner Emotion bin in dem Moment etwas aus dem Spiel genommen und delegiere quasi diese Orders an Ghost weiter. Und Ghost fungiert sozusagen als Order-Management-System in dem Moment. So, ich habe jetzt hier meine drei Orders in den Markt gelegt, 0,6 jeweils, beziehungsweise 0,6, 0,7, 0,7. Und entsprechend möchte ich jetzt sagen, ich möchte jetzt den Abstand variieren, möchte jetzt sagen, 30 Punkte ist das auch kein Problem, kann ich hier Grid nochmal ausschalten, 30 Punkte eingeben und Grid wieder einschalten. So, das Ganze ist jetzt Abstand von 30 Punkten. Ich kann aber auch sagen, ich möchte das gerne anhand der ATR festlegen. Das heißt, mein Take-Profit-Grid zum Ausskalieren möchte ich gerne anhand der ATR festlegen. Das kann ich machen, indem ich jetzt hier Punkte oder von Punkte auf ATR stelle. Entsprechend ist jetzt diese Angabe hier unten nicht mehr in Punkten zu sehen, sondern das ist jetzt die ATR. Das heißt, 30 bedeutet 30% der momentanen ATR im M15. So, gehen wir hier mal 100 ein. 100 entspricht genau der ATR im M15 momentan. Machen das nochmal weg und schalten das nochmal ein. Und wie man sieht, sind die Abstände jetzt größer geworden, weil wir uns jetzt hier auf die ATR beziehen. Und jetzt dann auch sagen, 50er ATR, beziehungsweise 50% der ATR besser gesagt. Entsprechend sind die Abstände dann geringer. So, ich kann das noch ein bisschen weiter spezifizieren, indem ich sage, gut, ich möchte eine Progression hier im Abstand haben. Also momentan ist es ja so, dass die Abstände zwischen den Orders hier immer dieselben sind. Ich mache das mal auf 5 Orders, dann kann man das besser sehen. So, wir haben hier immer den gleichen Abstand. Ich schiebe das mal ein bisschen weiter hoch. Immer den gleichen Abstand. Ich möchte jetzt aber eine Progression drin haben, indem ich sage, Progression zum Beispiel von 1,5. So, schalte das Ganze nochmal aus und wieder ein. Jetzt sieht man hier, jetzt werden die Abstände zwischen den Orders immer größer, weil ich jetzt hier eine Progression von 1,5 gewählt habe. Das heißt, der erste Teilverkauf wird relativ zügig durchgeführt, dann der zweite später, dritte noch später und so weiter. So kann man quasi die Abstände zwischen den Orders variieren und eine Fächerung sozusagen erreichen oder erwirken. So, das Ganze geht natürlich umgekehrt, indem ich sage, unter 1, 0,8 zum Beispiel, schalte das Grid nochmal aus und wieder ein. Da sieht man entsprechend, dass der erste Teilverkauf am weitesten entfernt ist von der Order, dann entsprechend der zweite nicht mehr ganz so weit und der Abstand zwischen den anderen Orders wird immer kleiner.
weil ich jetzt eine Progression von unter 1 gewählt habe und entsprechend dadurch den Abstand zwischen den Orders immer weiter verringere. So, schalten wir es nochmal wieder auf 1. Und zu guter Letzt kann ich auch noch eine Progression in der Größe meiner Take-Profit-Orders sozusagen festlegen. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt hier auf 1,2 mal stelle, wird nochmal ausschalte, wieder einschalte, sieht man, dass wir jetzt eine Progression in unseren Orders haben. Das heißt, es ist quasi eine Pyramide, die hier aufgebaut wird. 0,2 die erste Positionsgröße, 0,5, 0,6, 0,7. Das heißt, es wird nach unten hin in dem Fall immer größer. Das heißt, erstmal mit einem kleinen Gewinn raus, um vielleicht den Stop entsprechend rauszuholen, um die Position erstmal irgendwie in den Gewinn zu kriegen. Und dann hier unten möchte ich eigentlich hin. Da geht dann meine größte, meine dickste Position raus. Umgekehrt, wenn ich jetzt hier 0,8 festlege, wird nochmal 9 setzen lasse. Entsprechend umgekehrt, als erstes geht der größte Teil raus, die größte Position, dann 0,6, 0,5 und dann am Ende sozusagen der kleine Rest. So. Schauen wir mal in die Fragen. Wladimir, ich verstehe es leider nicht genau. Zwei weitere Beschreibungen danach. Achso, er schreibt noch. Okay, gut. Dann erkläre ich mal weiter. So, das ist mein Take-Profit-Grid. Ich hatte ja letzte Woche in dem Strategisch-Traden-Webinar erklärt, inwiefern es auch Sinn macht, sich teilweise aus Verlusten rauszuskalieren lassen oder aus Verlusten rauszuskalieren. Ich weiß nicht, Nelson, kriegen die Teilnehmer nach dem Webinar noch irgendeine E-Mail oder so? Ja. Okay, und zwar können wir ja da, es gibt ja ein Video auf meiner Seite, wo ich das mal nochmal zusammengefasst habe, wo ich das verglichen habe, normaler Stop und das Ausskalieren im Verlust durch ein Stop-Loss-Grid. Die Unterschiede habe ich mal dort aufgeführt. Und da kann man ja dann in dieser Mail, kann man das ja verlinken, kann man ja einen Link reinpacken, ne, auf dieses Video dann. Kein Problem. Okay, super. So, genau. Jetzt im Verlust ausskalieren lassen. Das kann ich auch machen, indem ich sage, ich schalte das Grid mal hier aus und indem ich sage, ich habe jetzt eine Distanz nicht von 50 Punkten, sondern von minus 50 Punkten. So, und wenn ich jetzt mein Grid einschalte, sieht man, dass das Grid quasi oberhalb des Kurses meines Einstiegs positioniert wird und fungiert jetzt nicht mehr als Take-Profit-Grid, sondern als Stop-Grid. Das heißt, ich werde hier langsam aus der Position genommen mit den entsprechenden Teilverkäufen. So. Ich kann zum Beispiel auch sagen, indem ich sage, ich schalte das Grid nochmal aus und ich sage jetzt, ich möchte das ganze Grid hinterher trailen. Dann schalte ich hier den Trail ein, Grid, und dann wird man sehen, jetzt wird das Grid quasi dem Kurs hinterher getrailt. Das heißt, je weiter der Kurs jetzt runterläuft, desto weniger ist mein Risiko und desto geringer wird mein Verlust sozusagen. Das ist schon mal Fakt. Weil dadurch, dass wir uns jetzt hier runter bewegen, werden die Orders, das Order Grid quasi hinterhergezogen. So, das Ganze funktioniert natürlich auch, wenn ich jetzt hier weitere Positionen in den Markt gebe. Also ich bin jetzt hier mit 0,2 im Markt
und sage, ich gebe jetzt noch eine Position hinzu, wird das Skript gelöscht und entsprechend natürlich neu aufgesetzt mit der entsprechenden Verteilung, mit der entsprechenden Positionsgröße. Das heißt, es kann also nicht passieren, dass wir jetzt hier hochlaufen und dass entsprechend die Position vielleicht gedreht wird, weil wir zu viele Teilorders in dem Markt haben. Zu viele Buy-Stop-Orders. Das kann nicht funktionieren oder das wird nicht funktionieren, besser gesagt, weil Ghost immer die Positionsgröße überwacht und entsprechend die Grids, die das Stop-Grid sozusagen jetzt hier in dem Moment anpasst. So. Die Berechnung des Grids basiert entsprechend auf dem Break-Even. So, ich kann aber festlegen, worauf sich das beziehen soll. Und zwar kann ich hier in den Einstellungen von Ghost festlegen, zum einen Preis, Break-Even oder Level. Wenn ich zum Beispiel Level nutze und sage, hier anwenden, wird mir hier so eine goldene Linie, eine braune Linie in den Markt gelegt. Und wenn ich jetzt das zum Beispiel wieder auf meinen Take-Profit Grid sozusagen ändere, indem ich sage jetzt hier 50 Punkte, 50% der ATR und sage, gut, ich möchte jetzt gerne bis hierhin mit meinem Short Trade und ab da möchte ich gerne anfangen, mich langsam aus dem Markt zu skalieren lassen. So, kann ich mein Level hier hinlegen, entsprechend, und sagen, bitte lege mir mein Grid, vielleicht schaue ich mal aus. Jetzt sieht man, jetzt wird ab der Position, die ich gerade definiert habe, wird mir mein Take-Profit-Grid, das heißt langsam im Gewinn ausskalieren lassen, hier auf dieses Level gelegt und quasi erst, wenn ich jetzt hier diesen Bereich hier unten anlaufe, werde ich stufenweise aus dem Trade genommen. Das Ganze natürlich als Limit Order, das heißt, sollte der Kurs jetzt hier runterschießen, hilft mir die LPO entsprechend, dass ich noch mit den Orders weiter nach unten laufe. So. Ich kann das Ganze am Preis fixieren, indem ich sage, hier Preis, entsprechend schalte das wieder aus. Dann wird das Grid nicht mehr vom Break-Even ausgerechnet, sondern von meinem Preis aus. Das heißt, das Grid wird entsprechend dem Preis oder wird den Orders davor geschoben. Das kann insbesondere wichtig sein, wenn man mit der strategischen Order arbeitet und Strategien entsprechend entwickelt. Da kann es sinnvoll sein, dass man nicht den Break-Even als Take-Profit-Grid nimmt, sondern entsprechend den Preis. So, stellt man das mal wieder aus. So, ich kann nun mit Ghost festlegen, dass ich entweder einen Take-Profit-Grid benutzen möchte oder entsprechend ein Stop-Grid sozusagen oder ein Stop-Loss-Grid, wo ich dann im Verlust ausskaliert werde. So, indem ich sage, hier ist mein Take-Profit-Grid. Aber ich möchte jetzt natürlich beides nutzen. Und das kann ich machen, indem ich mir die LT-Version von Ghost noch dazu hole. Das ist die falsche Version. Und zwar diese ist es. Und hier jetzt sage, das ist jetzt mein Stop-Grid sozusagen. Das schalten wir nochmal aus und sagen jetzt hier minus 30 Punkte. Schalten das ein. So, wie man sieht, habe ich jetzt ein Order-Grid, was entsprechend mir hier oben platziert wird als Stop-Loss-Grid sozusagen und hier unten mein Take-Profit-Grid. So, weil jetzt fängt quasi der richtige Spaß auch an.
Und auch mit der strategischen Order, das heißt, wenn ich jetzt anfange, mit der strategischen Order zu arbeiten, machen wir das mal zu. Dieser Flat-Button, der treibt mich noch in den Wahnsinn. So, ich gebe jetzt eine Short-Order, strategische Order in den Markt. Okay, ich muss natürlich den Filter ausschalten. Sonst lässt Ghost quasi nicht zu, dass ich jetzt hier Short gehe in dem Moment. So. So, jetzt sieht das Ganze nämlich so aus. Ziehen wir das mal ein bisschen weiter auseinander. Das Ghost jetzt quasi, ne, entsprechend der Position, die ich jetzt einsammle, sowohl mein Stop-Grid als auch mein Take-Profit-Grid entsprechend anpasst und so selbstständig einskaliert, ausskaliert und entsprechend immer der Positionsgröße arbeitet, so dass ich Teilverkäufe mitnehme, wieder Positionen reingebe, wiederum Teilverkäufe herausgebe. Hier fängt quasi der ganze Spaß dann erst richtig an, weil so kann man dann entsprechende Strategien entwickeln, Strategien mit der strategischen Order, Strategien mit dem Stereo-Trader, Strategien mit Ghost. Und da werde ich dann nächstes Mal, nächste Woche noch ein bisschen näher drauf eingehen, aber da geht quasi der ganze Spaß erst richtig los. So, ich schaue nochmal in die Fragen. So, Wladimir, ist deine Frage jetzt eigentlich beantwortet mit dem, was ich eben erklärt habe? So, Hubertus, mit Grid kann ich also entweder SL oder CP ausführen. Beides ist nicht möglich. Doch, habe ich ja gerade erklärt. Und zwar, ne, nehme ich mir als Hilfsmittel die LT-Version dazu und dann kann ich in der einen Ghost-Version sagen, okay, das ist mein Take-Profit sozusagen, mein Take-Profit-Grid und das andere ist mein Stop-Loss-Grid. Ah ja, da schreibst du ja auch, Frage ist beantwortet. Stimmt. Also, das TP-Grid, genau, das hatte ich eben auch erklärt, das ändert sich auf jeden Fall auch mit der Positionsgröße. Das wird, machen wir das hier nochmal zu. Und schalten das aus. Und wenn ich jetzt hier sage, nochmal eine Position reingeben, wird ja entsprechend mein Take-Profit-Grid gesetzt. Gebe ich jetzt noch eine Position rein, also zwei, sieht man, wird entsprechend mein Take-Profit-Grid mit der richtigen Positionsgröße angepasst. So. Welches Grid ist sinnvoller für LT oder Pro? Das ist in erster Linie, ist das egal, wie rum du das jetzt nutzt. Außer es gibt eine Einschränkung, wenn du als Basis berechnen möchtest, dass nicht der Break-Even berechnet wird, sondern der Preis, dann geht das nur mit der Pro-Version. Das heißt, möchtest du jetzt das Take-Profit-Grid zum Beispiel vom Preis aus berechnet wird und nicht vom Break-Even aus berechnet, dann musst du das in der Pro-Version machen. Ansonsten es ist im Prinzip egal, wie rum du das drehst. Wird das TP im, nee, wird das Grid im TP nicht auch nachgezogen? Also das Grid im TP ist ja letztendlich unterhalb des Preises, jetzt sind wir ja jetzt short, dann ist es ja hier unten. Inwiefern, also es kann ja in dem Moment gar nicht nachgezogen werden oder mitgezogen werden, oder wie meinst du das, Andreas? Vielleicht nochmal kurz spezifizieren.
Gut. Ansonsten, genau, das ist L-Grid, also das Stop-Grid, was ich hier in dem Fall jetzt quasi oberhalb des Preises lege. Das kann ich nachziehen lassen, indem ich hier Trail aktiviere, das ist richtig. Und mein Take-Profit-Grid sozusagen, also wenn jetzt, ich halte das mal kurz an. Wenn jetzt die Order jetzt oder der Kurs jetzt quasi auf die Order trifft, dann greift ja erstmal die LPO. Das heißt, im Idealfall wird ja die Order noch ein bisschen weiter nach unten geschoben. So. Und dann in dem Moment wird ja quasi durch die LPO wird das Ganze ja ein bisschen getrailt. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit im Take Profit zu trailen. Vielleicht ist das, was du meinst. Ich kann hier den Trail einschalten. Dann funktioniert das Ganze aber ein bisschen anders. Und zwar in dem Moment, wo der Kurs jetzt, ich mache das hier nochmal weg, in dem Moment, wo der Kurs jetzt hier runterfällt, so, auf meine Order trifft. Und ich habe hier bei meinem Take Profit sozusagen den Trail eingeschaltet. Dann passiert Folgendes. In dem Moment, wo die Order hier unten gegriffen wird, wandert mein Stop-Loss auf Break-Even. Das heißt, ich bin in dem Moment schon mit einem Gewinn raus, mit einem kleinen Gewinn und sozusagen Break-Even und dem Trade kann nichts mehr passieren. Geht der Kurs jetzt weiter runter, hierhin bleibt diese Order, dann wandert mein Stop-Loss auf die Position, wo mein erster Teilverkauf war. Geht's noch weiter runter, hier runter, greift diese Order, dann entsprechend mein Stop-Loss auf die Position meines zweiten Teilverkaufs. Und entsprechend dann, wenn wir hier unten letzte Order verkaufen, sozusagen, dann gehen wir ja flat. So kann man quasi auch im Gewinn dann entsprechend mit dieser Trail-Funktion dann nachtrailen, die ganze Sache. So. So, benötigt man zwei Lizenzen für die Pro-Version und eine für die LT-Version? Erste Antwort ja. Es gibt das Ganze aber auch im Bundle sehr stark reduziert. Das heißt, wenn man beides zusammenkauft, gibt es das Ghost Bundle. Findet man auf der Webseite. Und zwar, jetzt hier mal auf die Webseite zurückgehen. Und kaufen gibt es das Bundle und da ist Ghost drin, da ist LT drin und da ist Plock drin. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dann kriegt man die LT-Version quasi umsonst sozusagen. Oder man bezahlt, glaube ich, nee, man kriegt sie umsonst, genau. Bei dem Bundle bezahlt man nur die Pro-Version und Plock und LT-Version ist dann gratis dabei. So. Oder natürlich nochmal darauf hingewiesen, sofern man FX-Flat noch kein FX-Flat-Kunde ist und gerne bei FX-Flat ein Konto eröffnen möchte, dann hat man natürlich die Möglichkeit, hier nochmal 25% Rabatt zu sparen, gilt aber für Ghost Pro und das Ghost Bundle. Mensch, wo ist denn die Zeit hingerannt? 19:19 Uhr. Na gut, wir hatten aber auch ein paar technische Probleme am Anfang. Ich glaube, deshalb haben wir ein bisschen überzogen, oder Nelson? Alles gut. 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 Dann schaue ich noch mal kurz die Fragen durch. Aber das sollte soweit dann alles gewesen sein. Gut,
Dann sage ich vielen Dank für die Teilnahme und dass ihr dabei wart, dass viele auch noch bis zum Ende dabei geblieben sind. Wir haben ja ein bisschen überzogen. Und der nächste Termin, es geht weiter nächste Woche am 2.2. Das müsste, glaube ich, auch ein Donnerstag sein. Kann das sein, Nelson? Ist das auch ein Donnerstag? Dienstag. Dienstag. Dienstag schon. Dienstag schon. Idee. Das ist ja gut, gut, dass wir darüber geredet haben. Ich bin jetzt fest von Donnerstag ausgegangen. Gut. Dann, Dienstag geht's weiter. Und zwar, zweiter Termin, automatisch traden mit Ghost. Und zwar werde ich unter anderem etwas über die intelligentere Stopführung mit dem iStop erzählen. Und ganz brandneu, brandheiß sozusagen, die Triggerlinien mit dem Traders Club Live Add-on vom Dirk Hilger. Wie man diese automatisch traden kann, das werde ich nächste Woche zeigen, nächste Woche vorstellen. Und noch ein bisschen, was es mit Strategien von Ghost auf sich hat, wie man Strategien entwickelt und auch eine Strategie entsprechend vorstellen. Das wird nächste Woche kommen, noch viele andere Sachen mehr. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Wie gesagt, schaut auf der Seite von Ghost-Trading vorbei, da gibt es weitere Infos zu Ghost. Und ansonsten vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut und das letzte Wort hat natürlich der Nelson. Ja, vielen Dank. Also der Dirk freut sich schon auf das Webinar, hat er jetzt auch in den Chat geschrieben. Wuhu, sagt er. Also ich freue mich natürlich auch. Vielen Dank für den ersten Teil. Und vielen Dank natürlich auch an alle Teilnehmer fürs Live dabei sein. Würde mich natürlich freuen, wenn Sie Dienstag dann auch wieder dabei sind. Und bis dahin wünsche ich viel Erfolg im Trading. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Noch eine schöne Restwoche und einen schönen Abend. Dir natürlich auch, Timo. Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Ciao.